Vor etwas mehr als einem Jahr haben eigentlich nur Heizungsbauer den Begriff Vorlauftemperatur verwendet. Mittlerweile ist das Wort aber auch im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen. Das hat vor allem damit zu tun, dass sich immer mehr Menschen mit Wärmepumpen beschäftigen wollen oder eben müssen. Und was eigentlich der Begriff Vorlauftemperatur bedeutet und welche Auswirkungen er darauf hat, ob sich eine Wärmepumpe rechnet oder eben nicht, das erkläre ich dir in diesem Video. Los geht's! In den Medien wird im Moment ja häufig der Begriff Vorlauftemperatur verwendet. Und das im Zusammenhang mit einer Wärmepumpe, nämlich dass man eine Wärmepumpe so ab 55 Grad Vorlauftemperatur, also 55 und darunter, dass man sie dann effizient und wirtschaftlich betreiben kann. Aber zu Vorlauftemperatur gehört noch ein zweiter Begriff, und zwar auch der Rücklauf, die Rücklauftemperatur. Aber was heißen diese beiden Begriffe überhaupt genau? Also die Vorlauftemperatur ist die Temperatur, mit der das Wasser aus dem Heizkessel rausfließt und im Idealfall auch im Heizkörper dann landet. Da fließt ja heißes Wasser rein, im Heizkörper kühlt dieses Wasser wieder ab, das kältere Wasser geht aus dem Heizkörper raus und kommt dann wieder im Heizkessel an. Das kältere Wasser, was zurückfließt, das ist dann halt auch der Rücklauf. Also vor geht rein, vor dem Heizkörper, und rück geht raus, nach dem Heizkörper. Und um den Kreislauf einmal komplett zu erklären, dann wird dieser Rücklauf, das Rücklaufwasser, dieses kältere Wasser, wird im Heizkessel wieder erhöht und wieder auf die Vorlauftemperatur gebracht. Das ist im Grunde genommen der ganze Kreislauf. Und von welchen Temperaturen sprechen wir hier eigentlich? Also bei einem ungedämmten Altbau, wo immer noch eine alte Heizung drin ist, dann hat man gerne mal Vorlauftemperaturen von 75 bis 90 Grad. Wenn das Ganze schon mal ein bisschen modernisiert wurde, moderne Heizung eingebaut ist, dann ist es meistens so im Bereich von, sagen wir mal, 45 bis 65 Grad. Und nur ganz moderne Häuser sind so im Bereich von 35 bis 40 Grad, wenn darauf wirklich eine Fußbodenheizung verbaut ist. Dass man diese niedrigen Temperaturen in moderneren Häusern fährt ohne Fußbodenheizung, ist bisher noch unüblich, aber das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Jetzt ist aber wichtig, noch eins zu verstehen. Also diese Vorlauftemperaturen, von denen ich spreche, die sind eigentlich nur notwendig an den kältesten Tagen im Jahr. Es kommt aber immer darauf an, wie modern die Heizung ist. Bei einer sehr, sehr alten Heizung wird es ganz häufig gemacht, dass die dann einfach nur für sehr kurze Zeit auf einer sehr hohen Temperatur läuft und dann wieder aus ist. Viel besser ist es natürlich, wenn sie über eine sehr lange Zeit kontinuierlich mit einer niedrigeren Temperatur arbeitet. Und das ist eigentlich auch in fast allen Settings möglich, also zumindest im Frühling und im Herbst, dass man da niemals in diese ganz hohen Bereiche reinkommt. Nur wenn es dann wirklich richtig kalt ist, dann kann es notwendig sein, dass auch wirklich diese Höchsttemperaturen erreicht werden. Und warum ist es plötzlich wichtig, dass wir uns auf einmal Gedanken über Vorlauftemperaturen machen? Also früher war das vollkommen egal, weil da wurde einfach irgendein Heizstoff verbrannt, also Öl, Gas oder Holz wurde verbrannt. Dadurch entsteht natürlich Wärme und die Wärme geht über einen Wärmetauscher, wurde aufs Wasser übertragen. Und weil alleine die Abgase noch über 100, 150, 160, 70 Grad haben, war es vollkommen egal, ob man das Wasser jetzt von 70 auf 90 Grad anhebt oder ob man es von 55 auf 65 Grad anhebt. Das ist ja sozusagen dem Brennstoff egal. Es kostet ungefähr dieselbe Energie, die Temperatur vom Wasser anzuheben. Ist aber praktisch gewesen, mit wärmerem Wasser zu arbeiten, weil wenn man mit einem wärmeren Wasser in die Heizkörper geht, dann konnte man zum Beispiel mit dünneren Leitungen und auch mit kleineren Heizkörpern arbeiten. Also war das damals auf jeden Fall der bessere Weg. Bei diesen alten Heizungen ging aber ein Teil der Energie einfach verloren, nämlich in Form von heißem Wasserdampf, der durch den Kamin einfach nach draußen geblasen wurde. Das kann man natürlich besser machen. Und deshalb wurde ungefähr in den 80er Jahren die Brennwerttechnologie entwickelt. Also in den 80er Jahren gibt es die ersten Brennwertheizungen. Seit 2002 ist es aber Pflicht, wenn man eine neue Heizung einbaut, dass die dann auf dieser Brennwerttechnologie basiert. Wie funktioniert jetzt die Brennwerttechnologie? Zuerst wird Öl, Gas oder sonst irgendwas verbrannt. Damit wird dann auch das Wasser für die Heizung erhitzt über den ersten Wärmetauscher. Also nichts anderes wie bei den alten Heizungen auch. Der Unterschied kommt jetzt aber mit dem Wasserdampf. Dieser Wasserdampf, der geht jetzt nämlich nicht durch den Kamin raus, sondern der wird nochmal über den zweiten Wärmetauscher an dem Rücklauf, also dem Wasser, was aus der Heizung zurückkommt, vorbeigeführt. Und wenn man 160 Grad heißen Wasserdampf an Wasser, das sagen wir mal 40 Grad vorbeiführt, dann kondensiert das Wasser. Also aus dem Wasserdampf wird wieder Wasser und die ganze Wärme, die in dem Wasserdampf noch steckte, wird an den Rücklauf übertragen, sodass wir jetzt nicht 40 Grad heißes Wasser haben, das dann am Ende erhitzt wird, sondern es ist auf jeden Fall schon mal ein paar Grad wärmer, wenn es dann wieder hier an der Flamme vorbeigeführt wird und dort erhitzt wird, um wieder auf die Vorlauftemperatur gebracht zu werden. Die Brennwertkessel erkennt man deshalb auch daran, dass da drunter ein Abfluss sein muss. Also ein Brennwertkessel hat immer einen Abfluss, weil am Ende immer aus dem Wasserdampf auch noch Wasser entsteht. Während bei den ganz alten Heizungen geht der Wasserdampf einfach über den Kamin nach außen, sieht man dann am Kamin. Also das ist der große Unterschied zwischen Technologien. Okay, ganz schön weit ausgeholt, aber jetzt kommen wir auch zu dem wichtigen Punkt, warum plötzlich die Vorlauftemperatur reduziert wurde.
Wobei es beim Brennwert gar nicht auf die Vorlauftemperatur ankommt, sondern eher auf die Rücklauftemperatur, also wie kalt das Wasser aus der Heizung zurückkommt. Wenn man da mit einer niedrigen Temperatur reingeht, kommt natürlich auch das Wasser mit einer niedrigeren Temperatur zurück. Und da wird es wichtig. Das Wasser, was da zurückfließt, das sollte im Idealfall weit unter 57 Grad warm sein. Denn wenn der heiße Wasserdampf an dem Wärmetauscher vorbeikommt und das Wasser da drin ist über 57 Grad, dann kann der Wasserdampf dort nicht abtauen. Und wenn der Wasserdampf nicht abtaut, dann gibt er deutlich weniger Wärme an diesen Rücklauf ab. Je tiefer die Temperatur dort ist, also wenn es dort mit 40 Grad oder mit 35 Grad dieser Rücklauf da durchkommt, desto mehr Energie kann auch der heiße Wasserdampf an das Wasser abgeben und kann das Wasser halt an der Stelle schon mal vorwärmen. Das heißt, da macht es durchaus einen Unterschied, ob man jetzt da mit sehr warmem Wasser oder mit sehr kaltem Wasser reingeht, von bis zu 10% mehr Heizleistung, die man aus derselben Menge an Erdgas, Erdöl oder sonst irgendwas rausholt. 10% Einsparung sind ja schon mal nicht schlecht. Aber wenn es uns jetzt gelingt, bei einer Wärmepumpe die Vorlauftemperatur genauso drastisch zu reduzieren, dann können wir hier viel, viel mehr sparen, also locker mal 50% oder sogar mehr. Und warum das so ist, dafür muss ich erstmal nochmal kurz das Prinzip der Wärmepumpe erklären. Für eine Wärmepumpe benötigt man ein sogenanntes Kältemittel. Also das sind Stoffe, die bei Zimmertemperatur gasförmig sind. Wenn man sie aber unter Druck setzt, dann werden sie relativ schnell flüssig. Jetzt kann man aber in einem Gas deutlich mehr Energie speichern als in einer Flüssigkeit. Das heißt, die Wärme muss irgendwo hin, die kann ja nicht verschwinden. Das heißt, wenn man das Gas komprimiert und zu einer Flüssigkeit macht, dann haben wir sehr, sehr viel Wärme, die plötzlich abgegeben wird. Und diese Wärme geben wir in der Wärmepumpe an den Heizkreis ab. Und in der Wärmepumpe haben wir jetzt also ein Kältemittel im flüssigen Zustand. Und als nächstes wird dieses flüssige Kältemittel dann über ein Expansionsventil oder auch Verdampfer wieder in einen gasförmigen Zustand überführt. Und bei dieser Wandlung ist dann natürlich der umgekehrte Prozess der Fall. Nämlich beim Wandeln von der Flüssigkeit in den gasförmigen Zustand, kennt ihr auch vom Kochen, da muss sehr, sehr viel Energie aufgenommen werden. Und diese Energie holt sich die Wärmepumpe dann entweder aus der Luft, bei einer Luftwärmepumpe, oder eben aus der Bohrung bei der Erdwärmepumpe. Dort wird die Energie genommen, damit am Ende wieder ein gasförmiges Kältemittel verfügbar ist. Und dieses gasförmige Kältemittel, was dann wieder deutlich mehr Energie hat, wird wieder als nächstes zum Kompressor gebracht und wird dann wieder verflüssigt, um dann wieder auf der Heizseite Energie abzugeben. Wenn ich jetzt das Heizungswasser wärmer machen will, dann muss ja auf jeden Fall die warme Seite der Wärmepumpe eine höhere Temperatur haben als das Wasser. Und da sind wir bei dem Punkt mit den Vorlauftemperaturen. So, und jetzt mache ich mal kurz den Computer auf, damit wir uns mal ein paar Daten zu so einem Kältemittel anschauen können. Und zwar bin ich hier auf der Seite von TLK Energy. Und hier auf der Seite kann man sich schon mal verschiedene Kältemittel aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal Propan. Das ist auch das geläufigste natürliche Kältemittel. So, und was sehen wir jetzt hier? Das hier ist eine Darstellung von Propan, und zwar, wie es sich unter verschiedenen Druckbedingungen verhält. Also hier auf der Seite sehen wir in der logarithmischen Darstellung, wie viel Druck auf das Propan ausgeübt wird. Und hier unten sehen wir, wie viel Energie pro Kilogramm dann in dem Propan drin ist. Und jetzt stellen wir hier einmal kurz verschiedene Temperaturniveaus ein. Das ist ziemlich praktisch, damit kann man nämlich schon mal ein grobes Gespür dafür kriegen, welche Auswirkungen verschiedene Kältemittel und verschiedene Vorlauftemperaturen auf eine Wärmepumpe haben. Hier wird ja hier oben sogar schon mal ein grober Wert berechnet. Aber es gibt unterschiedliche Kompressoren, es gibt unterschiedlich gute Wärmetauscher, es gibt unterschiedlich gute Steuerung. Da machen die Hersteller von den Wärmepumpen einen Unterschied. Das Kältemittel hat aber trotzdem diese Eigenschaften und für eine erste Idee reicht es vollkommen aus, wenn wir hier jetzt mal reingucken. Ich stelle jetzt einfach mal hier die Kondensationstemperatur ziemlich hoch ein und zwar auf 75 Grad. Das wäre die Vorlauftemperatur im Altbau. Genau. Dann stelle ich hier unten die Verdampfungstemperatur. Wenn wir draußen minus 10 Grad kalte Luft haben, müssen wir hier mit dem Kältemittel noch tiefer gehen. Also auf minus 15 Grad, sagen wir mal. Weil nur dann kann es auch die Energie aufnehmen. Und was wir hier auch jetzt sehen, ist, wir haben hier einen gewissen Druckunterschied. Also das Propan müssen wir bei einem Druck von 2,9 Bar haben, damit es die Wärme aufnehmen kann. Und dann müssen wir den Druck auf 28,5 Bar erhöhen, damit wir am Ende Propan haben, das am Ende so die 75 Grad Wärme abgeben kann. Also das so als groben Kreislauf. Wenn wir jetzt aber hier mal uns verschiedene andere Sachen angucken. Also wir sehen auch hier, wir haben nur noch ein COP, also eine Effizienz von 1,9. Wenn wir 1 Kilowatt Strom reinstecken, bekommen wir nur 1,9
Kilowatt Wärme raus in diesem Kreislauf. Wenn wir jetzt aber sagen, wir ändern die Kondensationstemperatur und sagen wir mal, wir haben eine Heizung, die dann mit unter 50 Grad auskommt, dann verändert sich das hier schon mal ganz drastisch. Wir haben jetzt hier schon einen COP von 2,85. Und das ist ja auch logisch. Wir müssen einfach deutlich weniger Druck aufwenden. Und das Spannende ist ja hierbei, dass wir so bei derselben Heizleistung einfach nur dadurch, dass wir hier eine andere Temperatur erreichen müssen, am Ende deutlich weniger Energie verbrauchen. Jetzt machen wir nochmal einen Schritt weiter. Wir gehen mal auf das Niveau von einer Fußbodenheizung und sagen wir mal, wir wollen das Ganze nur auf 38 Grad erhöhen. Dann sind wir hier bei 3,54. Und wenn wir uns das Ganze nochmal angucken, wenn wir das Ganze mal im Frühling machen, sagen wir mal bei 6 Grad, dann sind wir hier sogar schon bei einer, nicht Jahresarbeitszahl, aber halt die Jahresarbeitszahl setzt sich aus diesen verschiedenen COPs, und diesen verschiedenen Wirkungsgraden zusammen, weil nicht jeder Tag im Jahr ist ja genau gleich warm. Aber auch hier sehen wir, es macht hier einen drastischen Unterschied. Hier hätten wir hier einen, sozusagen für den Tag eine Tagesarbeitszahl, kann man so ungefähr sagen, von 6,3. Ich erhöhe jetzt mal wieder hier die Temperatur und gehe jetzt mal wieder auf 75 Grad, wenn wir jetzt sozusagen die Heizung maximal schlecht eingestellt hätten. Und dann sind wir von 6,0 auf 2,5 runter. Das heißt, auf der einen Seite können wir aus dem Kilowatt 6 Kilowatt Wärmeenergie holen und auf der anderen Seite können wir da nur 2,52 Wärmeenergie holen. Das sind mehr als 50% oder ja, mehr als 200% effizienter oder halt der Energieverbrauch, der ist ja mehr als 50% schlechter, wenn wir sozusagen mit der hohen Vorlauftemperatur arbeiten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir bei einer Wärmepumpe die Vorlauftemperatur reduzieren. Das hier waren jetzt auf jeden Fall nur theoretische Werte. Am Ende kommt es natürlich darauf an, welche konkrete Wärmepumpe du bei dir verwendest. Das muss man alles auch nochmal einzeln berechnen. Also die COPs, die Jahresarbeitszahlen, die sich hieraus ergeben, sind nur Anhaltspunkte. Aber du siehst trotzdem schon mal, wie die Unterschiede sind. Und ich hoffe, es ist hängen geblieben, dass es absolut Sinn macht, zu schauen, wie man die Vorlauftemperatur bei dir zu Hause reduzieren kann. Wie du das konkret machst, das erfährst du in einem meiner nächsten Videos. Also abonniere den Kanal, wenn du das nicht verpassen willst. Und ich freue mich auf jeden Fall drüber, wenn du mir ein Like da lässt, weil das war schon eine Menge Arbeit, mich da in dieses Thema reinzufräsen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!